Die Berufsinfomesse der Arbeiterkammer Niederösterreich in Bad Vöslau war ein großer Publikumserfolg. Circa 4.500 Schüler und Eltern nutzten das reichhaltige Angebot in der Thermenhalle mit über 70 Ausstellern, darunter 30 Schulen und 26 Unternehmen. Das Motto Zukunft, Arbeit, Leben bot einen bunten Mix aus Bildungsinformation und Berufen zum Anfassen. Viele kamen, um Antworten auf die Fragen zu erhalten wie: Welchen Beruf könnte ich ergreifen? Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Mich interessiert auch so soziale Berufe, so Psychotherapeutin und so. Ich bin jetzt schon auf einer Fachschule, also landwirtschaftliche Fachschule. Das heißt, mein Plan wäre eigentlich, einen Betrieb dann zu leiten. Was mich interessieren würde, wäre entweder auch Landwirtschaft oder so oder was Soziales in der Pflege. Das Arbeitsbild befindet sich im Wandel. Auf dem Arbeitsmarkt sind vermehrt technische Berufe und Fachkräfte gefragt. Handwerkliche Berufe sind im Aufwind. Das goldene Handwerk, wie es wir bezeichnen, sage ich mal, ist die Zukunft in diesem Land. Uns fehlen die Fachkräfte. Viele Unternehmen sagen, wir brauchen unbedingt Lehrlinge, wir brauchen junge Leute, die auch den Job weiter absolvieren können und den richtigen Schritt in die Zukunft machen und aber auch die Arbeitsplätze dementsprechend mit einer gewissen Bildung, aber auch Ausbildung dann absolvieren zu können. Und da muss man junge Leute wieder zu motivieren, Lehre mit Matura zu machen oder eine Weiterentwicklung zu machen oder generell eine Lehre zu machen. Die Bundesfachschule für Flugtechnik erwies sich als Publikumsmagnet und jene, die dort bereits in Ausbildung stehen, zeigen, die Aviationstechnik zieht vor allem Schülerinnen an. Wir haben ja den größten Mädchenanteil in der Schule im Verhältnis gesehen und bei uns sind alle Mädchen wirklich super dabei. Ich habe die Schule auf einer Messe entdeckt, weil ich eigentlich zum Bundesheer wollte. Ich aber immer schon mich für die Flugtechnik sehr interessiert habe, eigentlich Pilotin am Anfang werden wollte, aber die Technik mich dann doch irgendwie gepackt hat. Sehr, sehr leibend, kann ich jedem weiterempfehlen, der sich für die Fliegerei interessiert. Für das Bodenständige und Erdige sind sowohl die Landwirtschaftsschulen und höhere Schulen mit Biologieschwerpunkten eine Empfehlung. Was hat es mit der Schnecke hier auf sich? Sie sind von der landwirtschaftlichen Fachschule. Also das ist eigentlich auch mal, dass die Schüler auch sehen, was wir da eigentlich alles machen und welche Tiere wir alle haben, was wir auch so im Unterricht lernen, über welche Tiere alles, dass es halt nicht nur um Hund, Katze geht. Egal welchen Bildungsweg die Fachkräfte von morgen einschlagen werden, eine fundierte Ausbildung ist ein gutes Rüstzeug für die Zukunft. Es ist eine Garantie für den Rest seines Lebens. Man hat ja natürlich einen Berufsschutz dadurch. Also auch wenn man sich vielleicht dann erst eine Lehre angefangen hat, vielleicht sogar mit Matura und dann in Anschluss dessen noch zum Studieren anfangen möchte, hat man trotz all dem immer einen Beruf, auf den man da zurückgreifen kann. Wenn man eine gewisse Zeit im Beruf war, dann durch die Gegend fährt, und dann sagen kann, hey, bei dem Haus habe ich das gemacht, bei dem Haus habe ich die Fassade gemacht. Das ist schon ein schönes Gefühl dann in weiterer Sicht des Berufslebens. Die Qualität der österreichischen Berufsausbildung stellte sich bei den diesjährigen World Skills in Lyon, den Weltmeisterschaften der Jungfachkräfte, glänzend unter Beweis. Dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze räumten die Österreicher dort ab. Österreich hat eines der besten Systeme auf dieser Welt. Mit der dualen Ausbildung, dieses duale System, sage ich mal, Schule und Berufsleben, ist ein Zeichen, dass man die Möglichkeit hat, in der Schule etwas weiterzubringen, aber auch das Berufsleben von klein auf, also von 15, 16 Jahren, miterleben kann bis zur Lehrabschlussprüfung und dann auch noch die Möglichkeit bekommt, weiterzutun, den Meisterbrief zu machen und vielleicht irgendwann einmal selbst ein Unternehmen zu gründen in diesem Land.